Hallo ihr Lieben. Ja, wir sind inzwischen in Warnemünde angekommen. Warten hier gerade barfuß durch die Ostsee. Es ist recht kalt, aber es gibt immer noch ein paar hartgesottene, die nichtsdestotrotz im Wasser sind. Also meine Temperatur ist es hier nicht. Mit den Füßen ja, aber mir nicht. Und heute geht auch unser Projekt zu Ende. 5 Tage in freier Natur unterwegs. Draußen schlafen. Das waren interessante Erfahrungen. Und wir haben jetzt hier in Warnemünde ein Apartment gebucht. Da werden wir uns jetzt gleich aufmachen, Schlüssel abholen. Nehme ich euch auch mit. Und dann gibt es jetzt die erste Nacht wieder in der Zivilisation im Bett. Und das meiste, worauf wir uns natürlich freuen, ist das Badezimmer. Ihr Lieben, noch einmal ein kleines Resümee von unseren letzten Tagen, wo wir nachts draußen geschlafen haben und ja, eigentlich nur in der Natur unterwegs waren, bis auf diesen kleinen Ausflug in das Schwimmbad, was ja in einem der letzten Videos da, ja, wo ich euch ja auch mitgenommen habe. Es war eine wirklich sehr interessante Erfahrung. Was natürlich total gut getan hat, war eben zu duschen. Und man sieht einfach nochmal so diesen Luxus, den wir haben. Nochmal unter anderen Aspekten, dass man fließend warmes Wasser hat, dass man Badezimmer hat, dass man eine Küche hat, um sich auch etwas nochmal zum Essen zuzubereiten. Wir haben ja sehr minimalistisch eben auch gegessen die letzten Tage. Und ja, man fühlt sich jetzt einfach natürlich ein bisschen wie neu geboren. Ich merke aber auch, dass ich so, ja, sehr müde bin und mich auch heute Nacht auf mein Bett freue, weil man so nachts draußen in der Natur, also es herrscht schon eine besondere Energie und es hat total seinen Reiz, draußen zu liegen und zu schlafen, unter Bäumen, den Sternenhimmel zu sehen, überhaupt den Himmel zu sehen und die Energie da wahrzunehmen. Aber man schläft ja nicht durch, sondern man ist immer wieder wach, weil man ja natürlich auch nicht so bequem liegt. Und das merke ich jetzt schon auch so nach dem Duschen, wo ich jetzt im Zimmer war, in dem Apartment, das wir uns da gebucht haben, ja, dass ich einfach müde bin. Und ich drehe jetzt hier noch eine kleine Runde, nehme euch noch ganz kurz mit an den Strand, wo wir die letzte Nacht auch genächtigt hatten. Wir hatten davor direkt am Strand zu nächtigen. Das ging da leider nicht, weil das eine Steilküste ist. Da war mit Nächtigen direkt am Strand nichts. Da mussten wir ein bisschen oben, da, ich sag jetzt mal so, ja, fast im Gebüsch war das. Da ist so wie so ein kleiner Wald gewesen. Dort haben wir uns dann nachts hingelegt und geschlafen.
Ja, dann nehme ich euch jetzt noch mit zum Abschluss für ein paar Impressionen. Und morgen geht es dann weiter. Wir sind hier in Nienhagen. Das ist ein bisschen außerhalb von Warnemünde. Und morgen geht unsere Reise dann weiter. Wir werden morgen nach Warnemünde reinfahren. Das Auto kommt dort in ein Parkhaus. Wo es dann hingeht, das verrate ich euch dann natürlich auch morgen erst im Video. Jetzt gibt es erst noch ein paar Impressionen vom Strand hier. Ja, wie ihr seht, hier ist eine Steilküste, hier geht es die Treppen runter zum Strand unten, da ist auch Kies und kein Sandstrand. Von daher ist das hier eigentlich nur so zum Baden geeignet, wobei, das habt ihr ja eben schon mal mitbekommen, es ist nicht ganz meine Temperatur hier, um ins Wasser zu gehen, mit den Füßen ja. Die Kinder waren vorhin auch noch hier im Wasser, aber so ganz hier so einzutauchen, da brauche ich doch so einige Grad mehr. Okay, ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt nochmal zurück zur Family, gibt jetzt noch ein gemeinsames Abendessen. Und ja, wenn du Lust hast, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auf unserer Weiterreise wieder. Ganz lieben Dank für dein Dabeisein. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung. Danke für dein Interesse und dann würde ich sagen, bis morgen. Ciao, ciao, deine Irmgard.